Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister im Islam. Man hört sehr oft von Brüdern, die nicht die Religion praktizieren, ich will den Islam perfekt machen und deswegen bete ich noch nicht. Ich warte noch ein bisschen, bis ich besser werde, bis ich keine Sünden mehr mache, bis, die ganzen Ausreden eine nach der anderen. Aber diese ärmsten Menschen haben eine Sache nicht verstanden. Gerade das Gebet, gerade As-Salah, ist der Grund dafür, dass du wegkommst vom Verwerflichen und vom Schändlichen. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, sinngemäß, wahrlich, das Gebet hält fern vom Schändlichen und Verwerflichen. So nehme diesen Grund, nehme das Gebet als Grund für dich, dass du von diesen Sünden wegkommst. Und dreh den Spieß nicht um, indem du sagst, ich möchte erst noch ein bisschen besser werden und dann fange ich an mit dem Gebet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich zu demjenigen machen, der sein Gebet anfängt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.